So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ich habe mal auf die Schnelle nachgeschaut und da scheint, also da steht nichts von wegen, dass man irgendwie einen bestimmten Boss killen muss. Gilt als Rare Spawn, also er würde darauf erscheinen. Und ja. Also weiter absuchen, bis es aufhört zu regnen. Oder zu schneien, eher gesagt. Hier schneit's ja. Ja, scheiß auf die Ente. Obwohl. Komm. Und nachts spawnen die natürlich eher. Aber es ist bei allen Viechern so. Und er soll, ja, habe ich glaube ich gerade gesagt, auf diesen hier. Er gilt als Rare Spawn. Sollte also darauf erscheinen. Bewege ich mich auch so schnell hin und her. Mal langsam bewegen. Vielleicht regnet es nachts ja auch noch. Nö, keine Rares in der Nähe. Die 22, ja, auch was wir jetzt haben. So, um die Rüstung zu bauen, brauchen wir auch Titan oder Adamantit. Das heißt also, oh, da ist einer. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier nicht. Das ist er rechts. Nee. Doch links. Nee, dann ist er rechts. Gut. Aber wo ist er? Unten ist er nicht. Rainbow Slime. Ich hab da was gesehen. Schon knackiger Dings. Bums. Ah, schon wieder. Nein. Komm schon, stirb. Ja. Und haben wir was Anständiges? Frostcore. Na gut. Ja, da haben wir schon mal einen, aber leider keine Feder dabei. Das ist ja das Hauptsächliche, was ich haben will. Der Debuff nervt ganz schön. Machen wir es halt so. Blutmond. Ja, ist mir scheißegal. Bedeutet nur, dass mehr davon vielleicht spawnen, wenn ich Glück habe. Einfach mal weitermachen. Und Werwölfe haben wir auch. Wieder was Eiskohlermäßiges. Was hat mir da schon wieder so viel Schaden zugefügt? Irgendwo gibt es hier noch eine Eiskohle. Aber wo?
Erstmal heilen. Ist er hier in der Richtung? Nee, da verschwindet er. Und da ist er wieder. Ah, ich brauche wieder die Flügel. Jetzt ist er weg, oh what? Ja, schade. Nee. Was schießt er auf mich? Ach, ein Gastropod war das. Oh, ich kann mich gerade nicht heilen. Scheiße, Dreck. Das Bleeding cannot regenerate life. Das ist kacke. Aber so kann ich Leben regenerieren. Slime ist in der Nähe. Da ist er ja auch schon. Ganz schön viele Rainbow Slimes hier. Oh, ganz schön viele Amaroks, die hier droppen. Fast Clock. Nett. Ja. So, wir sind volle HP. Wir haben volle HP. Und ich sehe was von Eisgolem. Der ist eindeutig links von mir. Das ist so ein Vieh. No Rare Creatures. Haben wir den noch? Oder ist er jetzt raus? Weg. Ach, schon wieder weg. Ey, ich breche jetzt erst. Wo sind die immer hin? Nee, kein Eiskohler. Ja, wenn ich nicht rede, liegt es daran, dass ich mich gerade so ein bisschen konzentriere. Versuche zumindest, dass ich da hier nicht verrecke. Schade, dass man sich nicht genau auf der Map anzeigen lassen kann, wo der erscheint. So. Ich habe das Schießen gehört. Das müsste er sein. Hoffe ich doch mal. Da ist keiner. Nee. Da unten ist er. Ja, gleich dahin. Gar nicht erst lange abwarten. So, der steckt ja fest. Das ist gut.
Geht weg. Hallo, achso, ich kann mich gar nicht heilen, weil. Oh, ich will nicht sterben an dem scheiß Werwolf. So, gut, Ton habe ich noch an, zum Glück. Machen wir es halt mal so, die Cheat-Methode. Noch ein Werwolf, zwei Stück. Mann, dauert das lange, bis der mal stirbt. So. So, stirb endlich. Frostcore. Gut, nicht ganz das, was ich wollte, aber was soll's. Nehmen wir schnell und leuchten schnell. Was war das? Achso, so ein Dämonenauge. Noch ein Eisgolem. Aber wo ist er? Hier unten ist er nicht. Das ist er wohl oben. Moment, da ist er. Es ist Tag geworden. Ja. Ja, hallo, R, meine Fresse. Wieso schieße ich nicht auf ihn? Oh, weg da! Oh, triff mich jedes Mal. Oh. Nein! Ich bin nicht down. Es ist scheiße, dass wir da nicht laufen können. Und ich krieg keine Gesundheit zurück. Wieso kann ich nicht schießen? Oh, jetzt habe ich den runtergeschmissen. Das ist ja wahrscheinlich die Spawn. Verschwunden war nicht. Oh, der Debuff ist echt zum Kotzen. Und ja, Headset spielt auch wieder rum. Gut, ein bisschen Ruhe. Da habe ich ihn hingeschmissen. So, was haben wir heute alles für Amagok? Silas, Demonic. Ja, der ist ja eindeutig besser als der. Ja. Und es hat aufgehört zu schneien. Gut. Dann, ja, zwei Golems. Golems konnten wir killen. Mehr leider nicht, aber was soll es? Ja, war alles ein bisschen stressig hier. Ich meine, gut, okay, Blutmond plus Wolf, Werwölfe und dann auch den Schnee da und dann Dingsfarm, dachte ich schon, hier Golems. Schneesturm, Blizzard nennt sich der ganze Kram. Ja. Gut, aber immerhin ein bisschen was bekommen. Zwei Frostkerne? Achso, brauchen wir wahrscheinlich nur ganz wenige dafür.
So. Was hat er denn Schönes bei sich? Shop. Habe ich. Ja. Habe ich. Brauche ich nicht. Okay, nichts Interessantes. Was ist das denn überhaupt? Pixie Burner. Achso. So, Black und Co. 3 packe ich das mal hin. Postcore ist Monsterzeugs. Haben wir keine Black und Co. Nee. Alchemie und Kräuter. Achso, ist voll. Super. Was können wir da mal wegtun? Waterleaf Planter Box. Komm, die hauen wir mal weg. Ah, eigentlich brauchen wir nicht so viel. Egal. Scheiß drauf. So, das kommt nach Waffen rein. Oder Waffen 2. Amarok. Normaler Amarok. Unpleasant. Damage Knockback. Ja, ist nett. Silas, den haben wir bisher immer gehabt. Ja, kein Wunder, dass er nicht mehr geht, wenn ich ihn versehentlich weggeschmissen habe. So. Da haben wir alles. Ah ja. Monsterzeug 2. So. Nur Banner. Doch, die waren unten jetzt, ne? Ja. Gut. Ja, gut. War nicht gerade allzu ergiebig, aber immerhin wissen wir jetzt, dass die auch wirklich spawnen. Und Moment. Bis zur nächsten Nacht. Guck ich mal, dass. Nein, Tränke suche ich. Was haben wir denn davon? 7 Iron Skin Potion und 7 Regeneration Potion. Also, nehme ich mal. Stocken wir erstmal auf. 6 und 6 auf. Ja, ein bisschen Kohle haben wir auch zusammengekriegt. Deck. Wieso sortiert sich das immer neu? Egal. So. Was brauche ich? Ich brauche Eisenerz. Ja, und das ist da. Was brauche ich noch für Iron Skin Potion? Spin Potion, genau. Crafting. Regeneration Potion. Dayblume Mushroom. Und 6 Dayrooms und 6 Mushrooms und Iron Skin. Nochmal Dayroom und nochmal Blei bzw. Dings. Ja. Blöcke. Alchemie und Kräuter. 6. Pilze. Das müsste eigentlich schon alles sein. So, flupp. Wenn man da mehr baut, ist auch gut. Ja, 3 Stück nochmal. Gut. Was kann man noch Schönes bauen? Im Prinzip nichts. Ich kann ja mal gucken, was. Woraus man noch dieses Ding baut.
das Rufzeug für den Destroyer, das meine ich, das Wort habe ich gesucht. Das ist hier. Das suche ich da. Da haben wir noch so ein paar Vertebrates. Achso, ja, klar. wo ist es denn? Nehmen wir das mal. Ich glaube, wir wollten einen Chunk. So, fragen wir ihn nochmal. Ich hoffe, die Dinge kann man stacken. Crafting. Ich glaube, ja, die kann man stacken. Ja. Warm Food. Eat of Words, aber nicht Mechanical Warm. Rotten Chunk. Any Iron Bar, Soul of Night. Ja, gut, okay. Wie viel Soul of Nights habe ich überhaupt? Ich kann ja mal 2 Stück bauen. Why not? Monster Tag 2. Soul of Night. Ja, komm, für 2 reicht das. Dazu brauche ich, glaube ich, bestimmt irgendwie. Ja, brauche ich. Nee, kann ich hier schon bauen. Guti, dann stacken wir mal quick und dann hat sich das alles schon so gut wie erledigt. Die Folge halt nicht ganz so lang, aber solid. Dann würde ich mal sagen, das nächste Mal gehen wir auf jeden Fall den Eater of Words an. Muss ich ihn halt so rufen, wenn er nicht von selbst kommt. Ja. Hilft ja nichts. Ich denke mal, genug Ausrüstung haben wir dafür. Diese Folge wieder ein bisschen Stress gehabt mit den ja, mit den Viechern halt, mit dem Farmen da im Blizzard. Aber gut. Hat ja auch mal was. Ja, und hier auch natürlich Stress gehabt. Weil irgendwie 1000 HP und Nerven. So. Killen wir nochmal ein paar HP. Ja, und auch davon ein. 28 Wulvern haben wir mittlerweile. So, die killen wir nochmal. Irgendwann sind ja dann doch mal 2 davon gespawnt. Weiß nicht, ob die Chance sich erhöht, je mehr wir gekillt haben und je weniger wir davon gedroppt haben. Aber das glaube ich nicht, das ist ja irgendwie so eine. Hallo? Achso, der ist schon tot. Muss ja irgendwo hier gestorben sein, jo. So, okay. Ich sag mal, auch wenn die Folge ein bisschen. Die beiden noch. Auch wenn die Folge ein bisschen kurz war. Ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, wo ich dann wohl den Destroyer angehen werde. Weil irgendwann reicht's mit der Warterei. Und ja, wie auch immer, genug gequatscht. Ich verabschiede mich wieder mal mit einem. Bis denn dann.